Und so. Ich warte. Okay, wir müssen so wieder zurückkommen. Wenn der Templar uns doch nur öfters heilen könnte. Nein! Nein. Oh, halt doch nochmal, ne? Ja, verpiss dich hier. Oh. Komm, geh doch einfach mal! Krass, der Fisch, der bleibt doch noch so stehen, das wäre voll cool, Alter. Genau. Ey, Kollege. Der Typ wird jetzt gleich sehen. Mal sehen, wie viel hat er denn hier noch? Haltbarkeit 34 von 50. Ja, wir gehen gleich auf jeden Fall in die Stadt und reparieren wieder. 34, 18. Ja, so kann er auf jeden Fall nicht weitergehen, ne? Ich muss irgendwas machen hier. So kann er auf jeden Fall nicht weitergehen. Ansonsten müsste ich ja hier, ein bisschen vielleicht, keine Ahnung. Noch ein bisschen Erfahrung sammeln oder so. Da sind wir auch direkt schon bei der Hälfte vom Leben bei denen. Aber mit diesem behinderten Feuer hier auf dem Boden, da wird das schwer eigentlich einfach nur. Ich bin verwundet, doch nicht bereit. Meine Typen jetzt endlich mal. Boah, das hat er mal schnell gemacht. Templar, helf mir doch! Oh, nee, wie uncool. Nein, ich bin doch ganz ins Feuer gegangen. Boah, das ist ja so richtig zum Aufregen, dieser Gegner. Er hat auch alles. Was ist das denn? Templar-Relikt. Ich wollte immer noch. Kann ich auch machen? Nee, ne? Heilkugeln gibt es da sowieso gerade nicht. Nimm ich mir das mal. Nur noch 4 Heiltränke. Und mein Haltbarkeit ist auch schon fast am Arsch. Ja, okay, wenn wir jetzt noch einmal sterben, dann gehe ich nochmal direkt in die Stadt und repariere alles. Also so kann nicht weitergehen. Ich muss irgendwas machen. Ich glaube, dann skill ich erstmal irgendwie. Lea ist sicher zurück in. Ich meine, dann level ich erstmal ein bisschen ab und so. Okay. Ich fürchte keinen Fall. Hält um. Nicht bereit. Ich mach jetzt gerade einfach nur die ganze Zeit so oft wie es geht. Magische Attacken. Okay. Oh nee, bitte nicht ins Feuer, bitte. Ich habe Hunger. Ich brauche Fleisch. Halt
Heilbrille, ich hab 50 Milliarden mal drauf geklickt, ganz im Ernst, boah. Okay, nee, das geht nicht. Jetzt mal. Arkane Kugel, Auslöschung. Schockimpuls, explosive Blitze. Als richtig. Eben in die Stadt alles reparieren und danach skill ich hier erstmal noch ein bisschen. Also, ich komme noch ein Level hoch und dann bin ich vielleicht stärker oder so, wer weiß. Wer kann noch mal reparieren? Der, ne? Ich fühle mich wie so ein richtiger Noob. Sachen für dich. Schade, dass man jetzt auch nicht mehr Stadtportal einfach so machen kann, damit zurück wieder in die Stadt, sondern man muss erstmal warten. Und derzeit unterbricht ja sowieso mein Stadtportal, deswegen kann ich auch kein Stadtportal machen mit einem Kampf. Das ist richtig behindert. Als ob wir hier alles abgesucht haben. Hier muss da irgendwo noch Gegner geben. Hier zum Beispiel. Ich wusste, dass das die Gegner gibt. Gehen wir aber nicht auf 4, ne? Ah, jetzt schade. Oh ja, Moment. Eschemikes, also eine SMS, Moment. Es haben sich Mächte ja, gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Wahrscheinlich... Achso, ja, ich bin ja Zauberer. Der Dämonenjäger sagt irgendwie wahrscheinlich, weil es keinen gibt oder so. Ein schwacher Heiltrank, gucke mal an. Bisschen Gold. Das Feuer soll uns schon mal, glaube ich, an den Typen da gewöhnen. Der irgendwie das Feuer da aufgeregt hat, ne? Habe ich denn hier keinen Feuerwiderstand oder so? Guck mal, Feuerwiderstand 7. Wir haben ganz genau 50 Schaden. Ich überlege mal gerade was. Wie viel Uhr haben wir eigentlich inzwischen? Wir müssen schon 11 Uhr haben, ne? 11.08 Uhr, genau. Ich schätze, die Geschäfte werden wieder besser. Der hat nur Färbemittel. Schade, ich hab mir vorgestellt. Warum hat er denn ab 30 Ablenkzeit, ey? Mann. Ich habe eigentlich eine Idee, und zwar kurz ins Auktionshaus, aber dafür reicht mein Gold nicht, um da mir eine bessere Waffe zu kaufen. Oder bessere Rüstung oder sowas. Ja, bessere Rüstung wohl eher. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas zu Gold machen kann. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. 7 zu Stärke. Ich generiere ein Leben pro Sekunde. Heilkugeln gewähren 41 Leben, boah. Zu Gold machen kann ich hier gerade so gut wie gar nichts. Wenn schon, gebe ich dem jetzt Gold oder so. Das ist mies, Mann. Tötet den Schlechter, das ist ganz schön, der ist ganz schön stark. Wie kann ich das anstellen? Mir fällt es echt nicht ein, ich überlege gerade. Erstmal die himmlischen Flüge wieder aktivieren, einfach nur das Prinzip. Okay, mal überlegen, wie kann ich das anstellen?
Ich glaube, ich mache mich da mal noch ein Level up. Hallende Egonie Ebene 2, 3, Leorix anwesend, alles so schon. Hey, ich bin nicht so übel, wie ich aussehe, wirklich! Lauf doch nicht weg! Nördliches Hochland, ja, gehen wir einfach mal hier ins nördliche Hochland. Gucken, ob hier irgendwo Gegner sind. Ja, da haben wir auch direkt Gegner. So, das freut mich, dass wir viele Gegner haben. An denen können wir versuchen, ein bisschen zu skillen. Okay, das muss ja nicht klappen. Da hinten ist auch schon wieder ein paar kleine Bäumchen und so. Okay. Ach ja, eben mal eine Rüstung spielen. Ah, der ist schon lange tot. Ist er da? Hab ich meine ganze Arkankraft an dem. Boah, was ist denn für ein Framerad? Das geht ja gar nicht. Kurz ein bisschen einlaufen. So, jetzt müsste es wieder gehen. Ne, da ist nix. Mann. Ach, da ist schon wieder so ein Baum. Was hat denn gegeben? Nur das Treibschild der Dornen. So. Ob die uns so fahren gehen? Naja, geht's so. Viele Erfahrungen geben die mir nicht mehr. Ich glaube, ich muss schon in Hallen der Egonie, keine Ahnung was. Versuchen da zu leveln. Gehen wir mal dahin. Wo ich ja schon war, da dürften gar keine Monster mehr sein. Deswegen ist das Felder des Elends. War ich da heute auch schon? War das heute noch? Nee, ne? Gut, dann leveln wir mal lieber hier. Denn ich glaube, die hier geben ein bisschen mehr Erfahrung. Oh, eine prächtige Truhe, eine prächtige. Naja, so prächtig hält sich in Grenzen, ne? Ist aber eine Wangerpuppe, okay. Okay. Hier ist auch nichts Besonderes. Verlassener Bauernhof. Was könnte diese Bestie getötet haben? Tja, die kommen jetzt hier raus. Da. What the fuck? Eine Anführer? Plünderer haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Wir haben einen Besucher, Liebling. Okay. Meine Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof... sehe ich das gerade richtig? Eure Frau? Scheint, als ginge es ihr nicht. Hi. Gut. Sie ist in letzter Zeit krank gewesen, aber meine Liebe wird ihr helfen. Nun, ich bin mir sicher, dass sich ihr Gesundheitszustand nicht verschlechtern wird. Oh, ja, ist eigentlich. Richtiger Fisch. Das war schon ein bisschen süß, aber trotzdem. Keiner Fisch. So. Ich hab die Erkanntschaft, ich kann da machen. So, achso, ja, hier waren wir auf dem verlassenen Bauernhof. Dann gehen wir mal wieder in die Felder des Elends. Oh, das ist auf jeden Fall richtig oldschool.
Weil in Diablo 2 gab es ein geheimes Q-Level und da konnte man auch so eine Kuh anklicken in Tristram, wenn man da war, und die ist dann auch so explodiert. Ich weiß nicht, ob ich das in Diablo 2 Let's Play gemacht habe, aber da war direkt, wenn ich da reinkommen, links von mir oder so eine tote Kuh am Liegen. Da waren sowieso überall immer Kühe. Deswegen gab es ja auch so ein geheimes Q-Level und so an der Mumu-Farm. Mumu. Okay, weiter geht's. Ausbalancierter Eichenstab. Der ist auch nicht so gut. Machen wir mal einfach weiter, und zwar irgendwo hier so. Ey, die geben mir aber so wenig Erfahrung, das geht gar nicht klar. Könnte man die Heiltränke doch nur, ach, immer benutzen. Was für Ablenkzeit. Wie sind die überhaupt darauf gekommen, ganz ehrlich? Boah, Ablenkzeit so mies. Habe ich keine Fähigkeit, die mir irgendwie wieder Leben macht? Nee, ne? Was wollte ich aber machen? Ach ja, Heiltränke kaufen. Und dann zurück, glaube ich, einmal zum Boss, weil mit der Erfahrung wird nichts. So wenig, wie ich bekomme. Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Okay. Ja, ich muss das einfach nochmal versuchen, weil geht ja nicht anders. Ich könnte aber mal anstatt diesen Schild hier. Ja, komm, dann benutzen wir mal das da. Und wie sieht's aus? Moment. Hier würden wir es, glaube ich, sehen. Ja, so sieht das aus. Ganz schön, ne? Ganz schön intelligent. Intelligente. Ist das nicht hier, wo ich gesagt... Oh, ne. Ich glaube, da sind wir falsch, ne? Ich glaube, da müssen wir... Hier geradeaus nach oben war das irgendwo, ne? Versuchen wir es einfach noch einmal. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Ich werde von der Verzierung geleitet. Es gibt keinen Grund zur Angst. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Sprickzahlklinge, mystische Klinge zerfetzen eure Gegner im Nahkampf. Wie stark ist das denn? 135? 110? Ja, und dann ist es hier mit 143. Das war 135. Ah, dauert auch, glaube ich, nicht so lange, ne? Ja, ich glaube, ich nehme mal das. Kurz gehen. Ja, hier nehme ich auch natürlich wieder Dingens. Froststrahl, das hat mir echt geholfen. Frostnova nehme ich mir nicht. Ich meine, nehme ich mir. Diamantor möchte ich gar nicht ausprobieren. Vielleicht nehme ich mir eine andere passive Fähigkeit. Boah. Das ist doch Hammer. Das ist ja mal richtig geil. Alle Ablenkzeiten um 15%. Wie viel hat das jetzt noch? 30 Sekunden. Moment. Ablenkzeit 15 Sekunden. Ja, okay. Das wird dann, glaube ich, nicht angezeigt. Erst halt
gleich oder so, keine Ahnung. Okay, Kammer des Leins, da sind wir wieder. Hab ja gar keine Rüstung mehr. Lea ist sicher zurück in. Ups, da hat er mich gut weggekriegt. So, ja, das geht auf jeden Fall jetzt ein bisschen schneller vorbei. Trotzdem war noch nicht schnell genug für mich. Komm schon, bevor der Mietuk mich da trifft. Leckt gerade auch noch so richtig, halt so wie immer hier. Oh, oh, wie soll ich das jetzt machen? Ah, okay. Gerade noch so geschafft. Nutzt mal, glaube ich. Muss immer auf Bewegung bleiben, weil immer wieder irgendein Feld hier Demons werden kann. Hier zum Verhängnis werden kann. Oh, oh. Das wird mir richtig zum Verhängnis, glaube ich. Oh, oh, nee, 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 nee. Ich hab's hier halt. Alles okay, Kollege? Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Templer, heil mich doch! Templer, nein! 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 Ich hab ihn fast besiegt! Ich glaube, diesmal schaffe ich's. Krass, der Templer, warum heilt er mich denn nicht, der Fisch, ey? Mann, Mama, muss ich jetzt hier irgendwie schon was neu ausbilden? Ich fühle mich wie neu geboren. Wie? Ja, korrekt. Was meint er jetzt damit? Eine gute, ja, ich weiß, jetzt nimm das. Ey, dieser Typ, der regt mich unnormal auf. Mir gefällt nicht, wie der Schuft Lea ansieht. Ach, der ist einfach so. Mach nee, noch nicht. Sorgen. Jetzt. Ich werde ihn ihm auch beachten. Ich glaube, der Tempel hat sich an Lea verliebt. Ja, ich weiß, Magda. Aber jetzt muss ich das erstmal hier mit dem Schlechter klären, oder wie er heißt. Schlechter, ne? Ach so. Ach so. Versuchen auf Distanz zu bleiben, wenn ich was anderes. Dieser Fleischratten ist so unglaublich stark. Boah. Ey, das kann doch nicht so weitergehen. Ich bin jetzt hier seit 40 Minuten an dem Typen dran.
Ach so, das war das Neuausbilden. Spotte, ne, das heilen, ja. Das wird mir gute Dienste leisten. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Versuchen wir es noch einmal und wenn nicht, wenn es dann nicht klappt, mache ich eine Aufnahmepause und schalte dann erst wieder ein, wenn er besiegt ist. Also letzter Versuch jetzt, und ansonsten mache ich das offscreen. Also dass ihr das nicht seht. Also ich cheate ja schon nicht, keine Angst, also ich glaube, es gibt noch nicht was ich cheat hierfür. Ich versuche dann einfach, also anstatt dass ich dann hier eure Zeit verschwende. Okay, gut. In 3, 2, 1. Okay, ich mach dann jetzt kurz die Aufnahme Stopp und ich nehme dann erst wieder auf, wenn er besiegt ist, ne? Dann bis gleich. So. Blut und Geifer mögen unsere Rüstung beschmutzen, doch unsere Seelen bleiben rein. Nehmt euer Schwert, Engel. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin.
Tyrael. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeon gefallen. Belial? Ich freue mich darauf, einen Herrscher der Hölle zu töten.